Hallo meine lieben Panzerfreunde und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von, ja, man sieht's, World of Tanks mit dem Waffen. Moin. Welchen Panzer hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, was denn wohl, den Tiger 1. Den Tiger hat er uns mitgebracht. Das ist ein... Und ich habe auch was Tolles mitgebracht, aber ich sag's nicht. Ja. Lasst euch überraschen. Oh, da sehen wir's. Da sehen wir's. Was ist das nur? Es ist ein Panther. Ein schöner Panther. Ein voll ausgebauter Panther. Warum? Statt, ich fahre nicht mal rechts. Da rum und dann kommt's da zum Ballermann. Da wo gerade in und zwei Panzer einfahren, weil unser Team zu scheiße ist, hier anständig aufzuteilen. Arschloch, alles Arschlöcher. Nein, wollte ich ja nicht an. Ich brauche mal hier vorne her. Ja, wir fahren mal ein bisschen Berg. Ziel gesichtet. Der Gegner zieht auf uns. Der Gegner zieht auf mich. Auf wen? Benötige Hilfe gegen Pukts Kommando London. Also London. Scheiße, ein Panzer 4 aus von Henschel. Ach, das ist gebounced, Lappen. Boom. Siehste, unser Team macht hier drüben einen voll guten Job. Nicht so wie ihr da in der Stadt. Ihr lasst euch da doch alle da doch mit Lanos abballern. So wie ich jetzt auch. Ich kann uns alle hier aber schlichtweg. Ich kann mein Team nicht im Stich lassen. Ja, aber wie viele unserer Panzer stehen denn blöd am Spawn rum? Guck dir das mal an. Ja, ich weiß. Ich mach mich auch dezent ab, weil ich hier voll zerschossen werde und nichts machen kann, weil irgendein Panzer von denen mal wieder beschlossen hat. Was haben die denn beschlossen? Ja, doch lieber abzuhauen, anstatt mir jemand vernünftig zu helfen, Alter. Was soll denn das? Guck dir das doch mal an, wie die da kämpfen, die drei Mets, Alter. Meine Fresse. Ist doch klar, dass wir dann überrannt werden. Für logisch denken die uns, ist das klar, ja. Und jetzt mal ganz im Ernst, dass da gewisse Leute rechts rumfahren, ist auch total behindert. Was steht. Alter. Wie zum Herrn kommt der Snackbaker hoch? Kette beschädigt. Die wollen mich hier verarschen, die wollen mich hier dezent verarschen. Kette wieder funktionstüchtig. Jetzt steht er in der Kappe. Am Arsch. Dezent. Alter! Ja, komm, so ist. Alter! Machen die Mets, die überhaupt hinten stehen, irgendwas? Vom jetzt, ne? Jetzt machen sie was. Aber vorher konnten sie nichts machen, als dieser Teams brauchte.
Gott. Moment, wollen wir wetten, dass wir das Match eh Haushof verlieren? Verlieren? Nein, das machen unsere zwei Metzner. Spielen wir Fünfer. Dann spiele ich noch mal ein bisschen Bugatti, sag ich schon. Captchat KV1. Und ich möchte die Quest hier noch abschließen. Capture KV1 Ass. Da muss ich nämlich noch 17.000 EP erspielen, dann kriege ich 30.000 Silber und einen Tag Premium. Und durch das Gold kann ich ja dann noch ein bisschen EP umwandeln, habe ich ein bisschen mehr frei EP als meine jetzt schon 7086. Dann kann ich mir mit denen umso schneller möglicherweise endlich mal die Gun für den Tiger 2 kaufen. Dann gibt es ja mal wieder öfters Tiger 2 Action, weil er dann richtig geil ist und richtig Fun macht. Also noch mehr Fun als ohnehin schon. Aber mal ohne Witz, wurde ja hochgepatcht. Mir persönlich scheint jetzt einfach mega gut zu sein. Habe ich so das Gefühl. Und fast ein Schwert. Gut. Stunde mache ich noch ungefähr mit dir, dann bin ich aber auch jetzt mal weg. Wie lange, was? Wie, wo, was? Ich war halt zu tief in meinem Innenzeit. Naja, eine halbe Stunde mache ich noch. Nee, hab ich keinen mehr. Ich kann beides nicht ewig lange spielen. Ich brauche das irgendwie zu Pause machen. Er braucht Pausen, ey. Er ist halt nicht mehr der Jüngste. Da braucht man Denkpausen zwischen dem Spiel. Ja, was wir wollen, ist halt einfach das Problem zwischen dem Kontrolle, der abgefragt hat, weil ich das will und mein Controller. So wie ich gestern mal meinen Controller geschmissen habe. Nee, er funktioniert. Also scheint alles gut zu sein. Nee. Das ist aber brenzlig. Was machst du für einen Scheiß? Ich wurde aus vier Richtungen gleichzeitig geschossen. Du kriegst, wenn du so schnell vor Rush eh keinen Unterstützungsschein. Du musst es so machen wie ich einfach. Hinterher fahren. Oh, dann kriegst du zwischendurch schon Unterstützungsschaden. Doch, halt einfach nur nicht reich. Wir haben ihn im Korn! Wir haben sie nicht mehr angekratzt. Hab das schon abgeschlossen. Wenn du aufgepasst hast, dann ist es nicht bekommen. Du hast mir das auch nicht gemerkt. Ermöglichen Sie mir 30.000 Schaden, die Fahrzeuge bewegungsunfähig machen. Was kriegst du dafür? T28 mit F30. Mit was? Mit F? T28B mit F30. Keine Ahnung, was das heißt, was das sein soll, aber das bekomme ich wahrscheinlich einfach der 100 Jahre. Aber jetzt wird da so geschrieben, mit einem Garagenstellplatz. Ja, der Garagenstellplatz, wo ja dann mehr Honor drin steht. Wahnsinn, er hat 23 Stunden Premium. Wow! Also eigentlich jetzt noch 23 Stunden und 59 Minuten, aber. Ich hab noch, lass mal nachgucken. 2 Tage Premium. Ja, immer diese Leute, die Geld für ein Spiel ausgeben. Hab ich nicht.
Die habe ich nämlich erspielt. Also, was nehmen wir? Nehmen wir 7er oder was hast du vor? Du willst 7er, das freut mich. Panther. Und wieder Tiger. Immer Tiger, Tiger, Tiger. Warum nimmst du nicht mal den französischen Tiger, den? Wie ist er nochmal? Tigre? Deshalb, das ist Waffens Lieblingswort, Tigre. Waffen. Der hört wieder nicht zu. Dein Lieblingswort ist doch Tigre, ne? Und du willst dich doch verarschen, Alter. Geh nicht in einen scheiß Weißvergrab oder so. Hör auf, deutsche Wertarbeit so nicht wertzusetzen. Ich glaube, da musst du dich in erster Linie bei Wargaming beschweren, nicht bei mir. Ich bemühe mich eins pro Tag hochzuziehen, so ungefähr. Nein, um Gottes Willen. Ist mein noch. Nee, ich hab ja noch. Ich glaub, 4 Videos hab ich noch. Ich nehme halt immer dann auf, wenn ich gerade Lust habe und dann eben jemand auch vom Kanal mit dabei ist, dann nehmen wir auf und wenn es gerade nicht passt, dann nehmen wir nicht auf, dann lade ich eben so gleich mal anders hoch. Dann. Ja. Aber. Alter, und der Rap, der. Dieser kleine Arsch. Fick dich doch. Ha. Kette. Und der Typ rappt schon wieder. Alter. Ja. Gehen raus. Geh sterben. Na gut, 3 Gegner gekillt. Wenn du jetzt auch 3 killst, dann haben wir Waffenbrüder. Aber nicht. Hat ja gut geklappt. Aber nicht. Selbst wenn ich 50 gekillt hätte, hätte ich keinen Waffenbrüder mehr bekommen, weil du für Waffenbrüder überleben musst. Stimmt. Scheiße. Na gut. Dann waren wir aber schon mal dicht dran. Ah, ehrlich. Komm, hau was raus. Ja, ich such gerade. Ja, komm, 6er. Lass mal 6er fahren. Na gut, komm, ich versuch nochmal 700Y. Haut eh nicht hin. Weil auf KV85 habe ich jetzt keinen Bock, der Panzer ist Bullshit, und dann reg ich mich nur wieder auf. Und ich will mich heute nicht aufregen. Heute ist nicht der Tag zum Aufregen. Heute wäre das dann böses Aufregen, nicht mehr freundliches Aufregen. Und das wollen wir ja nicht. Mit Waffen, wir wollen doch nicht, dass ich mich böse aufrege. Nee. Das wollen die Zuschauer nicht, ich will das nicht und Waffen will das am allerwenigsten, weil ich ihm dann ins Ohr schreie. Ich mute dich dann einfach. Das Problem ist, so laut kann ich gar nicht, so laut kann ich jetzt gar nicht schreien, wie ich es eigentlich vorhalte, wenn ich schreien müsste. Ich war fake. Waffenpferd, keine Ahnung, so halb rechts. Waffenpferd seinen Navi hinterher. Das habe ich zu deinem Rap gesagt. Kannst du nicht im Gegnerteam sein? Willst du wirklich, dass ich dich direkt abballer?
möglich, dass ich dich direkt flankiere. Das tut gar nicht. Dafür bist du anfängt zu Lahmarschi und B bin ich Jagdmeister. Die Beton liegt auf sogar. Ja, warum hörst du nicht auf mich? Ja, ich habe auf dich gehört. Ich bin rechts gefahren mit dir. Du bist aber nicht so rechts gefahren wie ich. Das war das Problem. Wärst du anständig rechts gefahren, dann wäre das nicht passiert. Ah, du bist ja gedownst. Scheiß ja, 20. So, ich habe mir gerade aufgeklärte Ziele getroffen. Egal. Ich habe zweimal auf Gegner geschossen, viermal wurde ein von mir gesichteter Gegner beschossen, also lief gut. Ich habe zwar keine gekillt und sonst auch nichts gemacht, aber lief gut. Bist du noch in... Nicht ja? Gut, echt nicht gut. Ich hab gesagt, es lief nicht gut. Echt nicht gut. Bei dir lief es nicht gut, warum denn nicht? Spielen wir noch eine Runde Teaser, Doppel-Teaser zum Abschluss. Ja. Das ist Aikas neue Freundin. Ist sie nicht schön? Ja, du hast recht, sie ist nicht schön. Lustig. Wir spielen noch Doppel-Teaser zum Abschluss. Willst du jetzt schon beenden? Ich hatte die Folge schon lange noch, oder? Was? Wie lange geht denn die Folge ja schon? Du rufst ja bestimmt auf die Uhr. Nee. Ja, siehst du? Vielleicht 10, 20 Minuten? Ja. Wie geplant ich weiß, ist. Ich muss bei deinem Aufnahmeprogramm gucken. Ich nehme nicht mehr Aufnahmeprogramm auf. Ich nehme bei die PlayStation-Aufnahmefunktion auf. Horst. Ach so. Ich habe mir noch extra ein Aufnahmeprogramm auf der Playsee installiert. Das habe ich vorher runtergeladen. Mache ich ja immer so. Yeah, Tier 8, voll scheiße. Aber wir haben Löwen, also haben wir gewonnen. Und einen Tiger, der vor mir steht. Ja, sag ich doch. Deshalb haben wir ja schon gewonnen. Ich muss jetzt Ketten abschießen, Alter. Und ich müsste, und dann musst du hoffen, dass wer anders drauf schießt. Ja, richtig. Und zwar richtig drauf schießen. Nicht nur so halbherzig. Ich muss ja erstmal jemanden finden, bei dem du die Kette abschießt und jemanden, der dann drauf schießt und dir den Fallen tut, dass du weiterkommst.
Kills. Wie gesagt, eine krönende Runde zum krönenden Abschluss. Ich gucke mal noch, wie gut es bei dir läuft. Waffen gibt's eben. Baller in die Kette ab und dann hofft, dass jemand anders drauf schießt. Weißt du, ich guck so mal nach links und bin da einfach nur. Ja, der Typ ist aber definitiv weitergekommen. Er hat dir die Kette abgeschossen und wer anders hat, soll man auf die drauf geballert. Komm, jetzt gucken wir noch, wie gut unser Team jetzt noch gewinnt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ich bin eigentlich raus. Du bist raus? Warum bist du raus? Er mag mich und euch Zuschauer nicht, er hasst uns alle. So. So, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo und kommentieren ist natürlich auch immer noch hier. Ja, Leute, bis dahin. Ciao, ciao.